Sie haben zur Konferenz eingeladen über einen Termin im Kalender. Sie sehen auf der rechten Seite unter Teilnehmer sind alle Ihre Schüler oder die meisten schon vorhanden und Sie können jetzt Ihr Meeting starten. Er fragt dann nochmal, möchten Sie starten? Ja, das möchte ich. Er zählt von 9 bis 0 runter und Ihr Meeting ist aktiv. Ab jetzt sieht alles, was Sie tun, auch der Schüler. Das heißt, wenn Sie also jetzt hier in den Dokumenten umschalten, wird das auch der Schüler sehen. Bei unseren Schülern haben wir jetzt drei Besonderheiten. Sind vier. Erstens, wenn der Schüler jetzt in die Konferenz eintritt, ist er generell stumm geschalten, das heißt, er kann nichts sagen. Deswegen kann man auch jetzt erst, wenn man ihn aktivieren würde, mit ihm sprechen. Sie aktivieren den Schüler über Teilnehmer aktivieren, das ist also dieses kleine Männchen. Und deaktivieren können Sie ihn über das Kreuz hier unten oder über die Schaltfläche, dieselbe Schaltfläche. Mit der Krone seien Sie bitte vorsichtig, denn damit machen Sie den Teilnehmer, den Schüler zum Co-Moderator. Das bedeutet, er hat dieselben Rechte wie Sie. Er sieht also auch dieselben Symboliken. Er kann auf Ihre Dokumente zugreifen und er könnte auch das Meeting beenden. Sollte mal so ein Spaßvogel in Ihrer Klasse dabei sein, dann brauchen Sie keine Angst haben. Sie starten das Meeting einfach neu und danach werden die Karten neu gemischt. Das heißt also, Sie sind wieder der Chef im Laden und der Schüler ist wieder nur Zuhörer. Aktivieren Sie den Schüler, so wird er aufgefordert, seine Audio- und Videoverbindung zu aktivieren. Kamera und Mikrofon aktivieren. Ich mache das jetzt mal nicht. Ansonsten einfach nur auf Aktivieren drücken und die Verbindung wird hergestellt. Audio und Video wird übertragen. Alle Teilnehmer des Meetings, die nicht Moderatoren sind, werden im unteren Teil der Arbeitsfläche dargestellt. Der Teilnehmer hat jetzt die Möglichkeit, Mikrofon ein- oder auszuschalten, das Video zu übertragen oder eine Bildschirmfreigabeerlaubnis einzuholen, wenn er zum Beispiel eine Aufgabe von sich präsentieren möchte. Ziehen Sie die Freigabe wieder zurück. Das ist dann eher unspektakulär. Da schalten einfach die Symboliken aus und der Schüler sieht wieder seine Hand und sein Werkzeugrollen. Das letzte Symbol, der Kreis mit dem Kreuz, das ist ein Ausschließen dieses Teilnehmers aus der Konferenz. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier draufklicke, Teilnehmer aus der Konferenz entfernen, wird er, solange wie dieses Meeting läuft, nicht mehr reinkommen können. Wann Sie das benutzen, das entscheiden Sie selbst. Man kann manchmal auch Leute dazu zwingen, sich einfach zu benehmen über diesen Punkt. Wenn Sie das Meeting beenden und danach neu starten, könnte mein vorher ausgeschlossener Teilnehmer wieder an der Konferenz oder dem Meeting teilnehmen. Mit der Freigabe des Whiteboards kann der Schüler nicht nur den Zeiger benutzen, sondern er kann auch das Zeichenwerkzeug benutzen. Und in dem Punkt sind unsere Schülerinnen und Schüler recht kreativ und sie erfassen sehr schnell, was da hier zu tun ist. Das heißt, sie nehmen den Stift, nehmen eine Farbe und schon geht's los. Keine Angst, Sie können diese Aktivitäten von Ihrer Seite her sofort löschen. Wichtig wäre noch, wir haben also den Stift, wir haben ein Textwerkzeug. Aufklicken, reinschreiben, okay sagen, dann wird es angestellt. Sie können Rechtecke zeichnen, Sie können Kreise zeichnen und wenn Sie vorher noch die Farbe ändern, dann können Sie an sich hier richtig schöne Sachen machen, bis hin zu geometrischen Konstruktionen, die, wenn man es ein bisschen geübt hat, auch schnell aus der Feder kommen. Sie sehen jetzt auf Ihrem Whiteboard das, was da passiert ist. Keine Panik, Sie nehmen das Zeichenwerkzeug,
Entweder gehen auf Seite leeren oder nehmen das Markierungswerkzeug und nehmen sozusagen Stück für Stück das Puzzle auseinander, weil sie sagen, das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht, das können wir lassen. Und das bauen sie sozusagen an die richtige Stelle. Oder sie sagen, nein, das löschen wir natürlich auch. Schnell geht es mit dem Seite leeren. Da fragt er dann, möchten Sie die Seite leeren? Da sagen Sie ja. Und dann wäre das Ganze mit einem Schlag weg. Interaktivität mit EduDip beginnt also nicht damit, dass Sie den Schüler aktivieren und mit ihm reden und ihn auch sehen, sondern Interaktivität beginnt einmal mit den Handzeichen, die der Schüler sieht und dann aktivieren kann. Und Interaktivität ist auch über die Freigabe des Whiteboards möglich. Mit der Freigabe des Whiteboards kann der Schüler jetzt über den Zeiger oder über das Zeichenwerkzeug an ihrem Unterricht teilnehmen.